Trans River Falls in Ocho Rios, da wo sich die Massen normalerweise in Schlangen Hand in Hand hochwälzen, darauf hättet ihr keinen Bock. Ich zeige euch in diesem Video, wie es jetzt zur Zeit hier aussieht, während Covid. Ihr könnt schon sehen, hinter mir der Parkplatz komplett leer. Und dazu verrate ich euch noch mein Geheimnis. Also bleibt dran. Hallo und willkommen zu Zeig mir Jamaika. Mein Name ist Ricarda und ihr kennt vielleicht die Bilder von Jamaikas bekanntester Attraktion, den Dance River Falls. Stau im Wasserfall, Menschenmassen. Ich zeige euch heute, wie es aussieht während Corona und ich verrate euch auch noch mein Geheimnis. Sind wir noch vor dem Ticketverkauf und müssen uns hier erstmal die Hände waschen. Eintritt ist hier 25 US-Dollar und für Locals 1000 Jamaican-Dollar. Also, ich habe hier echt unzählige Leute hergebracht und immer wieder wurde ich gefragt, wie oft hast du das eigentlich schon gemacht? Und ich habe immer gesagt, einmal, damit ich mitreden kann. Und nun kommt meine Beichte. Liebe Leute, ich habe es noch nie selber gemacht. Ich habe euch belogen, weil ich es einfach blöd fand, als Tourguide zu sagen, ich habe das noch nie selber gemacht. So. Deswegen ist es heute mein erstes Mal Dance River Falls. Ich bin total aufgeregt. Ihr seid live dabei. Dann lasst uns mal loslegen. Das Kinderparadies. Überall auf dem Weg gibt es also hier Handwaschstationen. Und wir sind tatsächlich die einzigen Gäste hier. Es ist unglaublich. Also wie ihr sehen könnt, ist es hier auch sehr reparaturbedürftig. Da oben ist dann die Zipline. Ich bin so aufgeregt und ich glaube, am meisten Angst habe ich vor der Kälte. Ich kann so schlecht Kälte abhaben und das kalte Wasser, ich glaube, das ist das Schlimmste für mich. Das ganze Deck hier ist abgesperrt, weil alles eingebrochen ist, die ganzen Planken. Also wir werden gezwungen, den ganzen Weg im Wasser zu laufen. Es gibt keinen Ausgang. Und da soll ich nachher gleich hoch. Na, ich bin gespannt. Da unten gibt es eine Wasserrutsche und ich werde sie ausprobieren. Yippie! Hoffentlich brauche ich dir nicht. Jetzt sind wir hier am Strand von den Dance River Falls. Da ist der Einstieg. Bin bereit. Sag mal so, es geht noch mit der Kälte. Hat jetzt meinen Unterleib erreicht, das Wasser. Thank you.
Licht. Ich stehe jetzt hier gerade mit dem Forest Guide Anjo auf dem Parkplatz und möchte ihn fragen, wie sich hier die Arbeit verändert hat seit Corona. So, how did the work change since Corona came in, since 1 year? It has changed significantly. We don't have as much guests coming in as usual, but we're still hanging on in there, hoping that as time progresses, it might change or improve. Mm-hmm. How did your personal life change? Well, as it pertains to the job and money coming in, I'm used to getting tips on a regular basis. I work for 5 days for the week, but now because of COVID-19, we don't have much guests coming in, so the income has dropped a whole lot, and that's become difficult to pay bills, but I'm still just trying to work along with what's going on now. And you also realize that the cruise ships don't come anymore? Yeah, they don't come anymore. I think based on info I got that they'll be coming back in March, hopefully, because during the time of the corona, I heard many news about them coming back in December, but did not happen. So hopefully, as time progresses, as I said, in March, it may come back. Thank you very much. You're most welcome. Ich habe ihn gefragt, wie es jetzt ist mit der Kreuzfahrtsituation, weil die Kreuzfahrtschiffe, das war ja hier wirklich die meisten Kunden, die kommen vielleicht im März wieder, ein paar Kreuzfahrtschiffe, und sein Leben hat sich in der Situation jetzt verändert, dass er eben eigentlich auf Trinkgelder angewiesen ist und da seine Familie mit versorgt und das jetzt eben eigentlich fast wegfällt, weil halt kaum noch Leute hier sind. Es sind ja auch ein paar andere Busse auch noch gekommen, nicht wirklich viel. Ihr könnt mir gern unten in die Kommentare schreiben, wie ihr mich fandet, wie ihr meine Performance fandet. Und falls euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr Attraktionen oder Plätze hier auf Jamaika sehen wollt, während ihr nicht hierher kommen könnt, dann könnt ihr gern diesen Kanal hier abonnieren, unten auf dem roten Abonnieren-Knopf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Eure Ricarda. Macht's gut!